Und bei mir ist der Parteivorsitzende Bernd Rixinger. Herzlich willkommen hier am Set. Wir haben es gerade hier im Moment vorhin live erlebt, die Abstimmung, die zum zweiten Mal offenbar nötig war. Gestern Abend mit, ich habe die Zahlen hier, 196 zu 185 Stimmen, hat man sich dafür ausgesprochen, sozusagen das Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu kappen. Jetzt hat man den Antrag wieder zurückgezogen, die Entscheidung revidiert. Was sagt das über das Verhältnis der Linken zur Kirche? Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Kirchen. Gerade die aktuelle Situation ist so, dass viele Teile der Kirchen wichtige Bündnispartner sind in der Flüchtlingsfrage, auch in der sozialen Frage. Ich glaube, das hat auch letzten Endes den Ausschlag dafür gegeben, dass der Antrag jetzt zurückgeholt wurde und wir ihn geändert haben. Ich bin da ganz glücklich drüber, weil es zeigt sich eben, dass in solch schweren Zeiten, wo es doch um Rassismus geht, wo es um eine klare Abgrenzung gegen rechts geht, wo es um humanitäre Fragen geht, viele Teile der Kirchen auf unserer Seite sind. Und das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Sie sagen, Sie sind ganz froh drüber. Man hatte gestern Abend ja schon den Eindruck, dass es auch ein Problem zwischen Basis und Parteispitze ist, dass die sich nicht einig waren. Nein, wir hatten ehrlich gesagt den gleichen Satz schon im letzten Bundestagswahlprogramm drin. Das hat unser Verhältnis zu den Kirchen im Übrigen auch nicht durcheinander gebracht. Aber wir haben eben einen starken laizistischen Flügel. Und das ist eine wirkliche Debatte. Und tatsächlich wird ja auch über das Kirchenrecht gestritten, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Gesellschaft, ob die Kirchen eine Sonderrolle haben, zum Beispiel beim Arbeitsrecht. Und Ähnlichem, da haben wir eine eindeutige Position dazu, dass die Kirchen eben diese Sonderstellung nicht haben. Und jetzt wurde die Frage des Staatsvertrages beschlossen gestern, was im Übrigen Ländersache ist. Ich glaube, auch die Kirchen haben es erstmal gelassen angeguckt, weil Verträge können nicht einseitig gekündigt werden. Aber gelassen angeguckt habe ich so nicht erlebt. Es war so, dass nach dem Beschluss gestern Abend soziale Netzwerke, Nachrichtenagenturen, auch hier im Saal durchaus Äußerungen und heute Morgen umso vehementer dagegen kamen und man schon erstaunt war, dass dann über Nacht quasi etwas nochmal von vorne begonnen wird. Ach nein, ich glaube, es kommt immer wieder vor, dass spät am Abend Anträge verabschiedet werden, dann in der Nacht Diskussionen stattfinden und man sich nochmal überlegt, ob man da die richtige Entscheidung gefunden hat. Das macht man nicht häufig, aber ich glaube, bei der Frage war das vollkommen angemessen. Und wie gesagt, wir hatten in den letzten Monaten wichtige Gespräche auch mit der Kirchenführung. Das Klima zwischen den Religionsgemeinschaften und uns ist gut. Es hat sich sogar sehr positiv entwickelt und ich glaube, die Delegierten wollen das auch nicht aufs Spiel setzen. Aber die Entscheidungen vom gestrigen Nachmittag oder vom gestrigen Vormittag, die bleiben bestehen. Unter anderem wurde ja über Auslandseinsätze gesprochen. Katja Kipping hat gestern Morgen ein Plädoyer sozusagen für eine Friedensinitiative gehalten. Und Jan van Aken hat das dann noch einmal unterstützt und gesagt, die Linke ist die Friedenspartei. Dabei bleiben Sie. Dabei bleibt die Linke ist die Friedenspartei. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Bundeswehr im Ausland nichts verloren hat. Die bisherigen Auslandseinsätze weisen eine verheerende Bilanz auf, wenn wir nur an Afghanistan denken, wenn wir an die ganze Militärpolitik im Nahen Osten denken. Überall war das Resultat nicht mehr Demokratie und nicht Frieden, sondern mehr Terrorismus, filetierte Staaten. Und man hat im Nahen Osten mit der Bombardierung ganzer Länder tatsächlich den islamischen Staat erst aus der Taufe gehoben und erst stark gemacht. Die Linke fühlt sich durch diese Entwicklung bestätigt und wird auch ihre Position zu diesen Fragen aufrechterhalten. Wir haben das auch noch weiterentwickelt. Natürlich die Frage der Waffenexporte. Es ist da irgendwie wirklich gefährlich, wenn Trump mit Saudi-Arabien einen Militärvertrag über 110 Milliarden Dollar abschließt. Aber ich finde es auch gefährlich, wenn die deutsche Bundesregierung nach wie vor Panzer nach Saudi-Arabien liefert, einem Regime, das die Menschenrechte offensichtlich für jeden missachtet. Katja Kipping hat es gestern so formuliert, da ist einfach so viel schiefgegangen in den vergangenen Jahren und es sind mehr Terroristen geworden als weniger. Man kann ja mal was Neues ausprobieren. Aber was Neues ausprobieren heißt jetzt auch, man möchte intensiver auf Russland zugehen und möchte Russland einbinden in sozusagen die Sicherung und auch letztlich in die Bekämpfung des Terrors. Woher kommt das große Vertrauen in Putin?
Wir haben gar kein großes Vertrauen in Putin. Ich glaube, niemand in der Linken bezweifelt, dass Putin der Vorsitzende eines Oligarchensystems ist. Das hat auch mit linken Vorstellungen von Sozialismus nichts zu tun. Russland ist ein kapitalistisches Land, aber Russland besitzt Atomwaffen, ist unser Nachbar. Und es wird keinen dauerhaften Frieden in Europa geben, ohne Russland einzubeziehen. Und wir sagen eben, anstatt die NATO-Truppen an die Grenzen von Russland zu verlagern, um Bedrohungsszenarien aufzubauen, wäre es besser, ein System der Sicherheitspartnerschaft unter Einschluss von Russland aufzubauen. Bernd Rixinger, vielen Dank für das Gespräch.